Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrafferkanal. Mein Name ist Jörg und wenn du die Autel Evo Nano Plus oder die Autel Evo Nano Light Drohne hast, dann kennst du das Problem. Die Autel Sky App, die gibt es nur auf Englisch oder auch auf Fachchinesisch, wie ich das immer so schön sage. Aber halt, jetzt gibt es diese App auch auf Deutsch. Ja, nicht direkt von Autel. Wo es die App zum Runterladen gibt oder ob man die kaufen muss oder wie das funktioniert und wie wir die installieren, das schauen wir uns nach dem Intro gleich an. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Thema. Ja, wenn du auch so ein Drohnen-Neuling bist wie ich, dann würde ich mich freuen, wenn du mich weiter auf meinen Reisen durch die Lüfte begleitest, mir hier unten drunter ein Abo dalässt. Hier auf dem Kanal geht es rund um Drohnen, Drohnentechnik, Software und Tutorials. Und die Autel Sky App, die gibt es jetzt auch auf Deutsch, aber auch auf Italienisch, auf Spanisch, auf Französisch, aber die gibt es nicht bei Autel, die gibt es bei Dronisport. Da gehen wir direkt mal auf die Seite und dann kann man hier so ein bisschen rumscrollen und dann findet man auch das entsprechende Sprachpaket. Und wer jetzt seine Autel-Drohne bei Dronisport gekauft hat, der hat, sag ich mal, eine Berechtigung. Der bekommt dann kostenlos den Download-Link zur Verfügung gestellt, wo man sich das Ganze runterladen kann. Die anderen, ja, die müssen dann leider das käuflich erwerben, aber das ist jetzt auch nicht so eine Masse an Geld, was das da kostet. Das kann ich euch aber nur empfehlen. Und ich habe das, wie gesagt, ja, von Dronisport habe ich den Link bekommen, da ich ja meine Drohne damals dort auch mit als einer der ersten hier in Europa bekommen habe oder in Deutschland vielleicht sogar. Nein, das war der Gianluca Milone, glaube ich, der war der Erste. Vielen Dank, Gianluca, nochmal dafür, dass du mich da auch so schön, ja, unterstützt hast, dass ich dann von Dronisport dann auch, ja, diese Sachen alle bekommen habe. Und wie gesagt, jetzt laden wir uns hier das Sprachpaket runter. Das ist dann bei Google Drive. Und da gibt es jetzt auch zwei Dateien. Die eine Datei ist quasi, wenn man jetzt diese App parallel zur Original-App laufen lässt. Wobei ich sagen muss, das hat bei mir am Anfang nicht so gut geklappt. Es war ein bisschen Rumspielerei mit der ganzen Geschichte. Und dann gibt es auch noch einen Link, wo eben diese APK dann zur Verfügung steht, wo man dann quasi die Autel Sky App erstmal deinstallieren muss, die Originalversion. Und ihr bekommt dann auch noch von Dronisport, wenn ihr jetzt das Paket gekauft habt, dann wird es wahrscheinlich genauso laufen, oder auch wenn ihr da die Berechtigung habt, bekommt ihr noch ein Passwort mit dazu, dann müsst ihr das hier über WinZip oder WinRAR, könnt ihr das da entpacken, am besten da irgendwo in den Ordner rein auf dem Desktop, so wie ich das hier gemacht habe. Dann geben wir das Passwort ein und dann entpacken wir das Ganze hier. Und jetzt nehmen wir unser Handy und schließen das Handy an den PC an. Und dann wird auch schon mein Handy als Festplatte erkannt. Jetzt öffne ich das hier mal und lege hier einen neuen Ordner an. Den nenne ich jetzt Dronisport. Und da hinein werde ich dann meine APK, die ich jetzt auf meinem Desktop habe, auf meinem PC, die werde ich jetzt da einfach hineinkopieren. Jetzt überträgt es quasi die ganzen Installationsdaten direkt von dem PC auf mein Handy. Und wenn wir das alles schon mal gemacht haben, dann nehmen wir jetzt unser Handy. Also ich kann jetzt nur von Android reden. Wie das da funktioniert, habe ich euch natürlich auch aufgezeichnet. Und dann machen wir auch gleich weiter. Jetzt suche ich mir hier in meinen Einstellungen meinen Ordner, den ich mir zuvor angelegt hatte, beziehungsweise ich schaue da direkt bei Downloads nach. Und da sehe ich schon Dronisport auf Deutsch. Das wählen wir jetzt einfach mal aus und jetzt werden wir gefragt, wollen wir das installieren? Sagen wir natürlich ja. Jetzt werden die Dateien entpackt und installiert. Und wenn wir jetzt in unser System reingehen, haben wir hier unsere App quasi schon soweit installiert. Jetzt müssen wir uns bloß noch mit unserem Account von Autel Robotics da anmelden, den wir uns da auch vielleicht schon angelegt haben. Ich fliege die Drohne auch schon eine Weile, also wie gesagt, ich habe da meinen Account auch bei Autel Robotics angelegt. Jetzt gebe ich hier die ganzen Daten ein und jetzt öffnet sich hier ein Fenster, was mich dann wirklich vor einige Problemchen oder Herausforderungen gestellt hat. Ich muss euch auch ehrlich sagen, ich weiß nicht so richtig, wie ich das dann gemacht habe, aber ich muss sagen, es funktioniert. Ich musste dann ja einen Code dann noch eingeben, da habe ich dann nochmal mit Dronisport Verbindung aufgenommen. Irgendwie hat das aber alles nicht so richtig hingehauen. Ich habe dann die eine APK installiert, die andere deinstalliert, dann diese eine genommen, wo man parallel zur Original Sky App verwenden sollte. Das hat auch nicht so funktioniert.
Also es war eine ganze Weile, muss ich euch sagen, wo ich dann selber so ein bisschen rumprobiert habe und nichts so richtig geklappt hat. Aber dann habe ich das so gemacht, ich habe die Original Autel Sky App auf meinem Handy draufgelassen, habe mir dann nebenbei nochmal diese parallele APK von Drohnisport installiert und irgendwann siehe da. Kein GPS oder visuelle Positionierung. Und jetzt seht ihr, und ihr hört es auch schon, ja, unsere Autel Sky App ist auf Deutsch. Auch die ganze Menüführung, da kann man sich hier so ein bisschen durchscrollen, habe ich jetzt alles probiert. Ich habe auch die Einstellungen angepasst und mir das wirklich mal so ein bisschen angeschaut. Und dann habe ich aber auch mal zwischen diesen zwei Versionen so ein bisschen hin und her geswitcht. Also die Einstellungen sind wirklich identisch eins zu eins. Also denke ich mal, werden auch die ganzen Sachen dann, wenn man das in der deutschsprachigen Menüführung dann von der Sky App so vornimmt, auch an die Drohne so übermittelt. Und ich sage jetzt erstmal herzlichen Dank an den Gianluca nochmal, herzlichen Dank an den Antonio, herzlichen Dank an alle, die da auch mitgewirkt haben, dass es jetzt endlich unsere Autel Sky App ja auf Deutsch gibt. Es gibt dann natürlich auch noch andere Sprachpakete auf Italienisch sowieso, auf Spanisch und auf Französisch. Auf Englisch und Chinesisch haben wir die App ja eh schon vorliegen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber dass jetzt nach einem halben Jahr endlich das auf Deutsch erschienen ist oder nach einem Dreivierteljahr, das freut mich natürlich sehr. Und ich hatte das ja auch in meinem letzten Video, was ich gemacht habe mit dem Firmware-Update, das kann ich euch hier oben mal verlinken, hatte ich das ja schon mal angesprochen, ja, wie weit das nun ist und da hat man nichts mehr gehört. Und es waren da auch ein paar Kontakte bei Facebook, die sich da mit beschäftigt haben, sage ich mal, in den verschiedenen Outhell-Gruppen. Und da ist aber irgendwie nichts mehr vorangegangen und ich habe dann auch nichts mehr mitbekommen. Und das hat mich eben so ein bisschen traurig gemacht. Aber jetzt, denke ich mal, ist die Welt wieder in Ordnung. Und jetzt können wir das auch mal alles in Ruhe testen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Aber auch wenn ihr jetzt mit der deutschen Menüführung fliegt und ihr da relativ sicher seid, braucht ihr natürlich eine Drohnenhaftpflichtversicherung. Unter dem Code DRGR3 findet ihr die passende Drohnenhaftpflichtversicherung bei den Helden, da könnt ihr gerne mal nachschauen, da könnt ihr mich auch noch so ein bisschen unterstützen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengraffer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.